Einen wunderschönen guten Vormittag. Klaus Degner, mein Name. Ich bin einer der Gründer der Allegro und leite das Produktmanagement und möchte Ihnen heute gerne zum Allegro in unserem Kundenwebinar etwas näher bringen über die Vorstellung unserer neuen X300-Serie vom Allegro, die wir eigentlich zu unserem User Day herausbringen wollten. Der ist nun leider krankheitsbedingt ins Wasser gefallen und verschoben. Und daher habe ich beschlossen, mache ich das einfach heute mal mit und stelle ihn mit dar. Der Allegro X300, die Serie, war große Kundenanfrage. Zwischen dem Allegro 1000 und dem Allegro 3500 war eine große Lücke, weil das eine war eine portable Lösung oder auch der 1200er mit sehr wenig Festplattenplatz und der 3500er war eine 4U-Appliance mit sehr viel Festplattenplatz, aber die natürlich dazwischen war quasi eine Lücke. Und wir hatten viele Kunden, die gesagt haben, wir hätten gerne was auf eine High-End-Lösung auf Rack-Basis, redundante Netzteile, aber nur eine Höheneinheit. Und dafür haben wir diese Appliance entwickelt. Die gibt es jetzt für 10 Gig, also der 1300er geeignet, Allegro 3340 Gig oder 5300 für 100 Gigabit Netzwerke. Der große Vorteil daran ist, dass Sie vorne 10 offene Slots haben, in die Sie eigene SATA-Festplatten einbauen können. Wir liefern auch welche mit, die wir gut getestet haben. Und 2 Slots davon, die auf der rechten Seite Nummer 8 und 9, können U2 SSDs aufnehmen. Das sind quasi wie M2, bloß größere Bauart. Und dort können wir 20 Gigabit pro Sekunde pro SSD aufzeichnen. Das heißt, Sie können mit diesem Allegro in 1 U 40 Gigabit vollen Payload aufzeichnen. Das lässt sich noch erweitern mit JBots, die es jetzt auch neu gibt, wo Sie dann noch auch Festplatten dahinter anschließen können, größere. Genau. Nur ganz kurz dazu.